Bei mir ist super tolles Wetter. Die Sonne scheint und deshalb habe ich die Gelegenheit genutzt und bin ein bisschen spazieren gegangen. Dabei habe ich ganz tolle Sachen entdeckt, die ich dann auch mit nach Hause genommen habe. Ich habe Äste mitgebracht, Federn habe ich gefunden, einen schönen Stein und so ein paar Kacheln. Und jetzt habe ich mir überlegt, dass ich mir einen tollen Traumfänger daraus machen möchte. Ich habe schon mal die Blätter von meinen Ästen entfernt. Wenn ihr welche sammelt für den Traumfänger, müsst ihr darauf achten, dass die gut biegsam sind. Seht ihr jetzt hier, dass man gut einen Kreis hinbekommt. Ich nehme jetzt Greppern zu Hilfe. Damit werde ich das jetzt schon mal so ein bisschen fixieren. Und werde einen Kreis formen. Nehme erstmal den einen Ast, mach mir den Kreis. Und den anderen Ast fixiere ich jetzt auch mal hier oben und wickel den dann so drum. Später entferne ich dann das Kreppband wieder. Das jetzt hinbekomme, dass ich das so ein bisschen also durchfädel. So. Ich glaube, ich mache da auch noch ein bisschen Kreppband hin. So. Ich glaube, die Kreisform ist jetzt schon mal sehr gut zu erkennen. Ich werde jetzt hingehen und werde mal vielleicht an den zwei Stellen jetzt mit Kordel das so ein bisschen fixieren, damit ich eben später das Band wieder entfernen kann. Ich nehme ein Stück von meinem Band oder Kordel. Dann mache ich das hier ein bisschen drum. Ein paar Mal drum wickeln. Im Nachhinein kann man das auch dann noch ein paar Mal machen oder vielleicht noch mal ein anderes Bändchen drum machen, so, dann auch gleich zum Aufhängen dann benutzen. Aber jetzt ist erstmal wichtig, dass es fixiert ist. Vielleicht habt ihr auch noch jemand, der euch dabei behilflich sein könnt, dann geht es sicherlich sehr viel einfacher als alleine. So, der letzte Knoten. Ich schneide das jetzt hier erstmal ab. Und das ist jetzt so die Grundform von meinem Traumfänger. Für das Innere meines Traumfängers nehme ich buntes Baumwollgarn. Ich fange jetzt mal mit dem grünen Garn an. Ich habe mir jetzt schon ein Stück abgeschnitten und werde das hier an meinem Rahmen festknoten. Macht ruhig drei Knoten übereinander, damit es auch richtig festhält. Und gucken auch, dass es nicht zu locker wird. Zeige es euch gleich nochmal. So. Also hier habe ich jetzt drei Knoten gesetzt und spanne jetzt meinen Baumwollfaden ein Stück weiter. Das heißt, ich wickel das jetzt hier drum. Also einmal so drum wickeln. Und dann gehe ich hin und mache den Rest wieder hier durch diese Schlaufe nach hinten durch. Wenn ich das jetzt schon einmal gemacht habe, dann sieht man das auch besser und ziehe das fest. Dann drehe ich das Ganze und gehe hier wieder von vorne über diese Äste durch und dann hier vorne wieder durch das Loch rein. Und irgendwann sind wir dann wieder am Anfang angekommen. Aber jetzt, was
Die ist eigentlich fast ein bisschen groß, aber ist auch nicht schlimm. So, dann mache ich das jetzt ein letztes Mal. Nochmal so durch. Pestchen. Und dann können wir das im Prinzip mit unserem Anfangfaden gerade wieder verknoten. Ich würde sagen, ihr macht jedes Mal 3 Knoten, dann ist es auch richtig fest. Und somit ist jetzt die erste Runde des Traumfängers geschafft. Jetzt nehme ich mir einen neuen Faden. In meinem Fall jetzt hier den rosanen. Und den knote ich jetzt nicht mehr an meinem Rand fest, sondern in der Mitte von hier dem ersten grünen Faden. So, das ist jetzt ungefähr meine Mitte. Und jetzt gehe ich hier an den nächsten Faden. Am besten drehe ich meinen Traumfänger auch ein bisschen und fädel das jetzt hier so nach hinten durch. So. Und gehe dann hier in dieses Loch, was entstanden ist, von hinten nach vorne. Mach das jetzt nur und ziehe das jetzt ein bisschen fest. Und dann entstehen nämlich so Dreiecke. Ich zeige es jetzt nochmal hier. Also wieder die Mitte meines nächsten grünen Fadens. Dadurch. Dann entsteht wieder hier so ein Dreieck. Und das hole ich meinen Faden von hinten wieder so nach vorne. Drehe es wieder rum. Da ist die Mitte. Es muss auch nicht ganz mittig sein, aber so, dass halt da so eine Ecke entsteht. Und dann wieder nach vorne holen. Mal ein bisschen festziehen. Das mache ich jetzt, bis ich wieder am Anfang angekommen bin. So, jetzt bin ich wieder auf meinen Anfangsknoten gestoßen und verknote jetzt diese beiden Fäden einfach nochmal miteinander. Das ist jetzt der Traumfänger. Ich mache das jetzt weiter, bis ich jetzt ganz in der Mitte angekommen bin und da quasi nur noch eine ganz kleine Öffnung entstanden ist. Wisst ihr eigentlich, was ein Traumfänger ist? Er kommt aus der Kultur der Indianer. Ihr könnt ihn euch übers Bett hängen und er soll dafür sorgen, dass alle eure schlechten Träume im Netz des Traumfängers gefangen werden. Das heißt, ihr habt nur noch schöne Träume. Ich habe jetzt alle Runden fertig, das heißt bis in die Mitte rein und werde jetzt noch einen Aufhänger dran machen. Dann nehme ich mir nochmal ein Weißbändchen. Damit ich das auch später gut aufhängen kann. Einfach entweder dran knoten oder ich mache es jetzt hier einfach so doppelt dran. So. Jetzt versuche ich mal dieses Kreppband wieder zu entfernen. Ich kann das auch einfach mit der Schere abschneiden. Mal schauen, ob das geht. Und damit es jetzt noch schöner aussieht, kann ich jetzt unten noch meine Sachen, die ich noch auf meinem Spaziergang gesammelt hatte, dranhängen. Ich schalte mich jetzt hier für meine beiden Federn und meine Kracheln. Dann werde ich jedes Mal auch ein Bändchen dran binden. Jetzt hier eine Feder. Ich habe einmal so drum. Auch wieder festknoten. Heute müssen wir viele Knoten machen.
Mein Traumfänger ist nun fertig und jetzt hänge ich ihn mir an die Wand. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen und dass ihr nur noch schöne Träume habt.